Hallo zusammen zum App Review Nummer 137 dürfte es langsam sein. Ja, ich verpasse das auch fast immer mitzuzählen. Aber egal, ich habe diesmal drei kleine hübsche Apps für euch, die ich euch zeigen will. Und wir fangen gleich am besten mal mit der ersten App an. Ist meistens am besten. Und zwar heißt die App Ninjump und kommt von Backflip Studios. Die haben auch schon Paper Toss entwickelt. Das ist auch so ein kleines Spiel für zwischendurch. Und das hier ist auch wieder so eins, was man in die Kategorie stecken könnte. Und zwar ist man hier dieser kleine Ninja und rennt hier immer von unten nach oben. Warum, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man drückt, springt er rüber und schlägt mit seinem Schwert. Ihr dürft hier natürlich nicht gegen Hindernisse laufen und irgendwas anderes berühren, sonst verliert ihr. Auf jeden Fall versucht ihr so hoch zu kommen wie möglich, wenn ihr noch so ein Objekt trefft. Vielleicht schaffe ich das ja mal. So, zack. Dann wird das hier unten eingeblendet, welches Objekt ihr getroffen habt. Und wenn ihr dreimal hintereinander das gleiche Objekt trefft, dann aktiviert ihr so eine Spezialfähigkeit. Vielleicht kann ich euch das zeigen. So, zum Beispiel hier habe ich drei von diesen kreisenden Dingern da getroffen und dann gehe ich so weiter nach oben. Und ja, das ist sozusagen schon das ganze Spielprinzip. Man versucht immer so hoch wie möglich zu kommen. Man muss immer nur auf dem Bildschirm tippen. Ist ein sehr, sehr einfaches Spiel. Könnte man ungefähr so in die Sparte wie Doodle Jump einordnen. Und vor allem ist es kostenlos. Das heißt, da auf jeden Fall zuschlagen. So, und jetzt kommen wir zur zweiten App, die kostet, ist glaube ich die einzige App hier dieses Mal, und zwar ist das Chop Chop Soccer. Diese App dürften auch schon einige von euch kennen, die ist nämlich relativ bekannt. Und zwar ist es sozusagen das einfachste Fußballspiel, was man so haben kann, oder sagen wir mit den, nicht das einfachste Fußballspiel, sondern mit den einfachsten Bedienelementen. Quit, wir starten hier einfach mal ein neues Spiel. Und zwar nehmen wir Spanien gegen, ja passt schon. 4 Minuten. Ja, man kann auch verschiedene Plätze und Mannschaften auswählen. Spanien ist hiermit natürlich die beste. Und ihr seht hier, es sind immer drei Teams, die gegeneinander spielen. Und die Bedienung ist wirklich sehr, sehr einfach. Indem ihr irgendwo, wenn ihr den Ball habt und ihr dann auf dem Bildschirm weiter weg drückt, rennt euer Charakter. Wenn ihr näher drückt, dann dribbelt er. Dann kann er von Grätschen nicht erwischt werden. Indem ihr so nach vorne zieht, schießt ihr entweder, so wie ich das hier gemacht habe, passt zum Mitspieler oder grätscht, wenn der Gegenspieler den Ball hat. Das kann ich euch jetzt ja mal zeigen, wie das Grätschen hier funktioniert. So, und jetzt ist gleich wieder Anpfiff. So, und wenn ich den Ball jetzt haben will, dann muss ich da so reingrätschen. So, und jetzt habe ich ihn hier außen wieder. Oh, oh. Das war knapp. So, und jetzt wieder schön nach vorne spielen. In die Mitte und dann Schuss aufs Tor. Naja, schade, war jetzt nichts. Aber auf jeden Fall, die Bedienung ist sehr, sehr einfach. Das Spiel kann aber auch schon ein bisschen hektischer werden. So im späteren Spielverlauf, wenn man dann auch auf schwierigeren Schwierigkeitsgraden spielt. Aber für 79 Cent erhält man echt so ein kleines, lustiges Fußballspiel, was wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Und ja, auf jeden Fall auch für zwischendurch sehr, sehr geeignet ist. Ja, das ist Chop Chop Soccer. Und jetzt kommt eine App, die ich sehr, sehr lustig finde. Und zwar habe ich ja gerade schon von Paper Toss geredet. Doodle Toss ist so genau das gleiche Spielprinzip, nur dass ihr hier nicht einfach ein Papierkügelchen in einen Korb werfen müsst, sondern ihr müsst einen Papierflieger auf euren Lehrer werfen. Und ja, das ist wirklich ein lustiges Spielprinzip. Wir gehen hier einfach mal auf Play, da ist dieser Lehrer, der besagte. Und ihr seht hier genau wie bei Paper Toss, hier kommt der Wind von links im Moment mit 1,38, dann wollen wir das doch mal ungefähr so, okay, das war glaube ich, doch, der hat getroffen. Was ihr dann noch machen könnt, um noch mehr Punkte zu kriegen, ist zum Beispiel hier hinten diesen Stecker versuchen zu erwischen. Das werde ich jetzt mal probieren. Wenn ich das jetzt geschafft hätte, hätte er noch einen Elektroschock bekommen und ich hätte noch mehr Punkte bekommen. Ach komm, der war doch getroffen. Naja, auf jeden Fall versucht man dann hier die ganze Zeit seinen Lehrer zu erwischen. Das kann manchmal echt kompliziert werden. Komm schon. So, jetzt seht ihr, er hat einen Stromschock bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Auch mal neben Paper Toss ein bisschen andere Umsetzung. Und wer schon immer mal seinen Lehrer mit Papierfliegern abwerfen wollte, kann es hier in diesem Spiel tun. Ja, das war's dann auch schon wieder. War, glaube ich, ein etwas kürzeres App-Review. Waren drei kurze, schöne Apps für zwischendurch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, mich abonniert oder wozu auch ihr gerade Lust habt, das Video bewerten, so zufällig oder so. Naja, ich bin raus hier und wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Ciao!